Der Baikal ist der letzte im Bunde. Der hat damit den, da heißt es der Graue bei uns, der hat es den Vorteil, dass man natürlich aus den Fehlern von den vorhergehenden Versuchen lernt. Und das ist ja nur erst, der ist ungefähr ein Jahr jetzt fertig, vielleicht anderthalb Jahre, dass ich ihn lackiert habe. Hier dürfte nicht wirklich viel sein. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Aber es geht. Ich habe mir jetzt nie gewaschen. Und was ich jetzt schon sagen kann, macht sowas mit brannter Koroks nie im Winter. Die Orangenhaut ist schon so da und das Hauptproblem ist, das trocknet ewig nicht. Und das habe ich ja in dem Baikal-Video schon gezeigt. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe dann die Türen mal aneinander gestellt und habe Schaumstoff zwischengelegt. Der ist dann an diesem schon älteren Lack kleben geblieben. Da habe ich das bisschen hier schleifen müssen. Das ist natürlich jetzt Unterschied zwischen den Punkten, wo es schleift. Was wir auch sehen, hier unten zieht es Fluidfilm hoch. Ob das nur im Lack ist oder auf dem Lack, aber das ist letztendlich mir egal. Ich habe ja auch schon mal irgendwo mit Fluidfilm was poliert, wenn ich mich recht erinnere. Der hat jetzt hier schon so ein paar Spuren. Das ist so im Wald passiert. Oder waren es die Kinder? Man weiß es nicht. Ja, wir wollen aber noch Ross gucken. Ich gehe mal selber eine Runde rum und dann zeige ich euch das. Die guten Haarrußspiegel hier an diesem Multipointer. Ja, Sonne geht schon unter. Müssen wir uns beeilen. Also hier vorne, der ist ja von 2008. Der hatte ja jetzt zum Beispiel in dem Bereich noch keine Probleme. Denn der hatte immer Rathausschalen. Auch der Bereich war nie problematisch. Und deswegen ist das jetzt auch hier nicht so das große Thema. Hier ist so ein kleiner Lackläufer, auch Lampenmaske. Vorne rum sieht er ganz gut aus. Hier ist schlecht vorbereitet. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, schlecht vorbereitet oder vielleicht auch draufgestellt. Ja, es musste irgendwie schnell gehen. Ich hatte das Bedürfnis, dass das Auto fertig wird. Und dann ist das eben so. Und im Winter in der Halle dunkel, das habe ich glaube ich auch gesagt in dem Video bei Karl ist fertig. Man muss dann ins Licht oder Licht haben. Licht hatte ich noch nie gehabt, wisst ihr. Dieser Bereich schwierig im SBI Reloaded Playlist ist das näher, bin ich näher drauf eingegangen. Das geht hier ziemlich tief runter. Also es ist ein Spalt, der ist so breit, wie man das hier sieht. Da ist Masse drinne, die ist halt die Gefahr, dass die irgendwann rissig wird, Wasser reinläuft und dann rostet das von innen hoch. Beim Single Point, da habe ich es ausgekratzt. Die Frage ist natürlich, wie drinnen entrosten und wie die wieder auffüllen. Das sieht jetzt hier so aus, wie wenn das reißen würde. Vielleicht muss man hier auch immer mal ganz, 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 ganz stark verdünnte brannte Koroksbrühe reinlaufen lassen. Vielleicht klebe ich es auch nochmal ab. Fräst das ein bisschen aus. Dann könnte man ja hier auch was in Schwarz machen. Weil da kriegt wahrscheinlich auch hier diese schwarzen Leisten noch drauf. Ich glaube, Chromleisten würden hier blöd aussehen, weil hier ist ja auch wieder schwarz, schwarz. Ja, Chromleisten am Multipointer, das geht gar nicht. Habe ich jetzt hier noch nichts dran gemacht, um einfach zu schauen, ob hier irgendwas kommt. Das hier gefällt mir nicht so richtig. Ich habe aber, wie ich gerade sehe, die Scheibe eh noch nie eingeklebt. Und hier drunter ist vom Montieren irgendwas. Also das sieht gut aus. Müsste man theoretisch auch versiegeln. Ja, also Dachrinne, die war ja auch nie weiter problematisch. Das ist alles okay. Was ich gerade gesehen habe, Schmarre an der Tür. Auch irgendwo angelehnt. Lack, da trocknet ewig nicht. Da braucht wirklich Wochen, bis da trocken wird und so ein bisschen aushärtet. Hier oben. Jo. Reißt der Lack ein. War vielleicht schon beschädigt. Ja, muss man sich was einfallen lassen. Ansonsten Einstiegsbereich, hier fehlt noch diese Plasteleiste. Und man muss ihn mal sauber machen. Dazu gibt es extra Video. Was schon beim Originallack problematisch war, hier hat die Spritzpistole rangerotzelt.
muss man vielleicht mal beischleifen und vielleicht das auch dann hier schwarz absetzen, weil das ist so eine Niva-Geschichte, die eben so ist. Man hat ja hier das Außenblech und dann das Innenblech. Das überlappt sich. Man sieht das ganz gut hier und dort zwischendrin. Jetzt hätte ich hier erwartet, dass von innen Fluid Film rauskommt, mehr. Habe ich mit der Nicke noch reingetan oder es ist hier zwischen den Blechen beim Zusammenpressen irgendwas beigelegt worden, irgendeine Masse, die das verhindert, dass es von innen nach außen kommt. Also hier kommt der Rost jetzt nach einem Jahr schon ganz schöne oder nicht so schön, wobei ja diese Radkästen eh noch gemacht werden müssen. Hier dieser Punkt, wo da kurz festgeschraubt wird, dieses Loch ist ja praktisch dazu da, damit das Teil, das Blech hier drüben auch passt. Auch hier das angeschweißte, den nach vorne gesetzten Spritzlappen, das mache ich bei allen nie was. Der Spritzlappen sitzt ja eigentlich hier, setze ich vor, mit das Rad hier den Bereich nicht so beschießen kann. Na, das kommt ja vom Rad. Man sieht ja auch schön, wie der Spritzlappen hier das abhält. Also hier muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden, Radkasten sowieso. Hier unten rum, hier habe ich ja ein bisschen was schweißen müssen, das sieht so schlecht nicht aus. Wäre auch traurig, wenn es nach einem Jahr schon kommt. Hier fehlt noch das Emblem. Ich glaube, ist vom Lackieren her der eingesetzte Teil, also das ist ja nie mehr original. Ich habe was geschweißt hier. Hier muss ich eh noch mal bei, weil das habe ich jetzt zugeklebt, damit kein Wasser reinläuft. Ich muss hier, die muss reingedrückt werden, damit das hier, oder in den Spoiler ran, mal sehen. Da. Das ist nicht so schön. Wir haben ja hier das Problem, GFK, Metall, das haben die ja oben zugemacht und hier kommt der Rost raus. Hier habe ich so ein bisschen beigespachtelt, weil ja das, der Arsch eigentlich hier rumgeht und da ist er hier gestreckt worden. Also hier muss ich von innen, ja, also ich habe die Haube nicht abgenommen und hier ist wahrscheinlich obendrauf, praktisch auf der Metallfläche, wahrscheinlich der Rost. Das ist auf der anderen Seite genauso. Da ist hier die Leiste so deutlich angebracht. Naja. Ja. Hier oben. Solche Bereiche ist alles gut. Heckklappe allgemein. Das sieht man jetzt hier schlecht gegen den hellen Himmel. Aber hier ist alles okay. Es ist halt ein bisschen fettig. Das sieht man auch dann wieder hier. Weil die Heckklappe innen drin mit Fluid Film aufgefüllt ist. Hier war ja extrem viel gespachtelt. Guckt euch das bei Karl Aufbau-Video an. Da seht ihr das? Das hätte man schöner machen können. Das ist immer erschreckend, wie sehr man so fuscht, obwohl ich schon so alt bin. Hier also dasselbe in grün. Ich denke, den Bereich, dass man den mit irgend so einem Öl, hier gibt es Overtrol oder sowas, kann man da vielleicht was machen, dass man den Rost praktisch hier erstickt. Müssen wir warten, dass es warm wird. Ja, also hier drunter, da ist alles super. Da habe ich auch ziemlich gut arbeiten müssen. Da fehlt noch die Leiste. Hohlräume gucke ich mir jetzt nicht an. Die habe ich aber ausgesprüht. Das sollte soweit passen. Auch hier, wo die Lampen festgeschraubt sind, alles so Schwachpunkte. Im Thema Lackiervorbereitung, wir haben totaler Mist hier gemacht. Die Sicke nie ordentlich aufgefüllt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich werde mir irgendwas besorgen im Plainfield, was schwarze Masse, also so ähnlich wie hier. Das war hier in der Mitte nie ganz okay. Das sieht gut aus. Dach soweit. Es ist schön glatt geworden. Die Türen sind halt das Problem. Auch hier zieht Fluid Film rum. Ansonsten Schweller. Oh. So typische Sachen. Steinschlag gefährdet und hier habe ich nicht gut entrostet. Oder den Originallack habe ich ja drunter gelassen. Das sieht allgemein sehr, sehr räudig aus. Das wird wohl noch mal was für das Nacharbeiten. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber hier, das ist nicht schön. Hier unten ebenfalls. Auch so ein Bereich, das wird ein Steinschlag sein. Hier kommt es manchmal von innen. Hier kommt ja die B-Säule runter. Das ist so ein Bereich, wo das Kanal halt rostet. Und
also auch hier die Zugstreben gehen in den Bereich unten dran für die Hinterachse. Das ist ein allgemein schwieriger Bereich. Vorne sieht es ganz gut aus. Das ist ähnlich wie drüben. Ja, hier, das ist halt gefährdeter Bereich, weil die Bremsflüssigkeit ausläuft und dann fängt es da an, dann eben zu rosten. Hier kommt die Scheibenentwässerung. Die könnte man auch verlängern. Gibt es auch genug Videos, dass das Anlassrelais nicht Vollwasser läuft und. Ansonsten ist. Hier ist Rost. Obwohl es hier keine Überlappung gibt. Hier haben wir einfach schlecht gearbeitet. Oh, Pfuscher. Das war, glaube ich, ein bisschen verbogen, habe ich das nachrichten müssen. Hier gibt es eine Blechdopplung, das Teil und die Motorhaube. Nicht so schön. Das kann man auch ein bisschen nacharbeiten. Das ist der große Vorteil vom. Schaut da. Vom Brando Corax. Da kann man auch mal mit ganz dünn so ein bisschen das mit einer Spritze mit Kanüle so ein bisschen applizieren oder mal mit einer ganz kleinen Airbrush-Pistole so ein bisschen beilackieren. Das fällt dann nie auf. Hier rubbelt es den Lack auf von hier. Okay. Ja, ansonsten alles in allem kann man zufrieden sein. Das ist ja Aluminium, das muss man halt bloß schön glattschleifen und dann auch mit vielen Schichten lackieren, damit das hier nie anfängt wieder aufzutreiben. Das werde ich sicherlich dann irgendwann auch nochmal neu machen, weil ihr seht ja hier, wird drauf getreten, da sind irgendwelche Menschen, die dann hier mal sich schnell draufstellen, warum auch immer.